Der Grund, warum ich hier heute da bin und warum ich Ihnen heute ein bisschen was darüber erzählen möchte, ist ja auch der, dass ich ja selbst langjährig Parlamentarier war. Ich war seit dem Jahr 2013 durchgehend Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat. Ich war innenpolitischer Sprecher und insofern auch der Vorgänger von Christian Havenecker als Fraktionsvorsitzender, nämlich im BVD-Untersuchungsausschuss. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, das ist alles Vergangenheitsbewältigung, das ist alles nicht mehr so wichtig. Mein Zugang ist hier ein bisschen ein anderer. Der Punkt ist nämlich, dass sowohl dieser BVD-Untersuchungsausschuss und jetzt der in der Vergangenheit kürzlich abgeschlossene Ibiza-Untersuchungsausschuss im Prinzip nichts anderes waren als die Vorbereitungsarbeiten für das, was jetzt auf die Republik zukommen wird. Denn es hat sich in den vergangenen Jahren bei den parlamentarischen Untersuchungen ja schon abgezeichnet, dass die ursprünglichen Vorwürfe, wie diese Ausschüsse implementiert worden sind, sich im Lauf der Zeit ja in eine ganz gewisse Richtung entwickelt haben. Und zwar hat sich schon im BVD-Ausschuss, aber auch in weiterer Folge jetzt im Ibiza-Untersuchungsausschuss gezeigt, dass die Untersuchungsgegenstände sich immer nur um ein einziges Thema drehen. Und dieses eine Thema ist, wie hat eine politische Partei, in dem Fall die ÖVP, versucht, diesen Staat und die Institutionen des Staates für sich parteipolitisch zu verwenden. Und wir haben dazu nicht nur sehr viele Indizien gefunden, sondern auch sehr viele Beweise gefunden. Ich möchte jetzt nicht nur einmal das erzählen, was der Christian Havenecker über den Ibiza-Untersuchungsausschuss erzählt hat, nur einen Aspekt aus dem Vorgängerausschuss, dem BVD-Ausschuss, herauslösen für all jene, die das damals medial schon verfolgt bzw. Begleitet haben. Werden wir Sie noch daran erinnern, dass damals das Thema der Verwaltungspraktikanten im damaligen BVD ein großes zentrales Thema war. Und zwar deswegen, weil man über das Vehikel des Verwaltungspraktikanten politisch genehme Mitarbeiter in den Nachrichtendienst entsendet hat. Das ist lang und breit und medial abgearbeitet worden und auch kritisiert worden, im Übrigen von allen Parteien, auch damals von der ÖVP, dass man, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an Debatten im Parlament, dass man gesagt hat, ja, also da hat sich in den letzten Jahren hier offenbar ein System entwickelt, das wir alle so nicht wollen. Und wenn man dann die jüngste Ausschreibung auf der Jobbörse der Republik Österreich sieht, da findet man dann hier die Ausschreibung für Verwaltungspraktikanten für das DSN, für die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Das heißt also, man hat hier nichts gelernt aus den Erkenntnissen der letzten Jahre, ganz im Gegenteil. Man hat es einfach so gemacht, wie das leider Gottes altösterreichische Tradition ist. Man hat das seinerzeit bei den Hauptschulen auch schon erklärt. Da sind einfach neue Tafeln draufgekommen, dann ist dann neue Mittelschule gestartet und gesagt, das ist alles neu. Offenbar macht man es beim BVD nicht anders. Man wechselt einfach nur den Namen aus, sagt, das BVD gibt es nicht mehr. Wir benennen das jetzt anders, aber das System, das dahinter funktioniert, ist genau dasselbe, wie es eben schon in der Vergangenheit funktioniert hat. Man versucht sich hier über eine Nicht-Ausschreibung, über eine aktive Bewerbung als Verwaltungspraktikant in den neuen Staatsschutz, in den Nachrichtendienst hinein, politisch genehme Personen zu holen, um die dann in weiterer Folge, und das ist das, was hier im Raum steht, diesen in weiterer Folge eben Planposten im Nachrichtendienst zur Verfügung zu stellen. Das ist etwas, das ist in der Vergangenheit passiert und so wie es ausschaut, das ist diese Ausschreibung hier, beziehungsweise diese Bewerbungsmöglichkeit hier, ist ja vom jetzt noch Innenminister Karl Nehammer initiiert worden, der ja heute Bundeskanzler wird. Und es steht eben zu befürchten, dass es unter Herrn Innenminister Karner hier heiter weitergeht. Das ist eine absolut inakzeptable Vorgehensweise, die ja schon in der Vergangenheit gezeigt hat, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Eben, dass man hier quasi durch die Hintertür sich wiederum eine neue Institution des Staates, wenn man denn dieses DSN als neue Institution bezeichnen möchte, dass man hier eine neue Institution des Staates wiederum mit Parteigünstigen beschicken kann. Und so gesehen, muss ich Ihnen ehrlich sagen, hat sich leider Gottes die Warnung wieder einmal bewahrheitet. Denn nur wenn man eine politische Partei von Schwarz auf Türkis umfärbt und dann wieder vielleicht von Türkis auf Schwarz umfärbt, ändert sich noch nicht das, was dahinter steht. Und dahinter steht ganz einfach bei der ÖVP, und das ist das Erschreckende und das ist in Wahrheit auch die Konklusion, zu der ich leider Gottes auch im Zuge meiner Recherchen rund um das vorliegende Buch Der Schwarze Faden kommen musste, dass es der ÖVP nicht darum geht,
Teil des politischen Geschehens dieser Republik zu sein, sondern dass die ÖVP von ihrem Selbstverständnis her der Meinung ist, dass 50% des Staates ohnehin ihr gehört und von den anderen 50% wollen sie halt noch einmal 50%. Und das zeigt sich hier an so kleinen Dingen recht deutlich. Man hat überhaupt keinen Genierer, man hat überhaupt kein Fingerspitzengefühl. Man macht einfach so weiter wie in der Vergangenheit. Vollkommen egal, ob es daran Kritik gibt. Vollkommen egal, ob das Praktiken sind, die auch von den europäischen Partnern nicht sehr gutiert werden. Es ist ihnen egal, sie machen einfach so weiter. Das und viele Vorgehensweise, die genau in diese Richtung gehen, habe ich in dem Buch Der schwarze Faden beschrieben, der sich natürlich hauptsächlich mit dem BVD-Ausschuss bzw. mit den Vorgängen rund um diesen Ausschuss befasst. Und ich möchte hier jetzt nicht unbedingt die Werbetrommel dafür rühren, dass das jetzt jeder kaufen muss, obwohl ich mich natürlich freuen würde, wenn das Buch gelesen wird, sondern es geht vor allem darum, dass die Komplexität, und das hat der Christian Hafenecker vorher schon gesagt und das kann ich nur unterstreichen, dass die Komplexität dieses Netzwerks, das sich hier in dieser Republik geschaffen hat, dermaßen großflächig ist, und das ist ja beileibe nicht nur, dass das die politische Arena betrifft, das betrifft nicht nur die Ministerien, hier das Innenministerium oder das Justizministerium oder das Finanzministerium, sondern das geht in alle Bereiche dort hinein, wo es ganz einfach politische Interessen gibt. Das geht hinein bis in den ORF, wo sich Stiftungsräte irgendetwas ausbaldobern, irgendwas hinter den Kulissen ausmachen, um hier offenbar einen parteipolitisch richtig gefärbten Generaldirektor zu implementieren. Und das sind einfach Dinge, mit denen muss man ganz einfach Schluss machen. Denn wenn wir nicht wollen, dass unser Staat in den Strukturen der 1960er Jahren weiter verhaftet bleibt, dann wird es notwendig sein, dass es hier einen Schnitt gibt, und dieser Schnitt kann eigentlich nur sein, dass man sagt, so die Partei, die für diese Vorgänge in den vergangenen Jahrzehnten, nämlich eigentlich nahezu durchgehend seit dem Jahr 1986 verantwortlich dafür war, diese Partei gehört dringend auf die Oppositionsbank.